Das gesamte System der Konzentrationslager war darauf ausgerichtet, die Gefangenen davon zu überzeugen, dass sie überflüssig waren, bevor sie umgebracht wurden. In den Konzentrationslagern mussten die Menschen lernen, dass Strafe keinen Sinnzusammenhang mit einem Vergehen haben muss. Dass Ausbeutung niemanden Profit bringen muss und dass Arbeit kein Ergebnis zu zeitigen braucht. Das Lager ist ein Ort, wo jede Handlung und jede Regung prinzipiell sinnlos wird. Wo mit anderen Worten Sinnlosigkeit direkt erzeugt wird. Ich fasse zusammen. Wenn es wahr ist, dass in den letzten Stadien des Totalitarismus ein absolutes Böses erscheint, absolut, weil es nicht mehr auf menschliche Motive zurückzuführen ist, dann ist es ebenso wahr, dass ohne ihn, ohne den Totalitarismus, wir die radikale Natur des Bösen nie kennengelernt hätten. Wie spät ist es? Ah, zweite Stunde hat begonnen. Sie wissen, was das bedeutet? Danke. Danke. Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Bitte, versuchen Sie es. Waren Sie in einem Lager? Ich hatte die Gelegenheit, eine gewisse Zeit im Internierungslager Gurs in Frankreich zu verbringen. But weren't the French on your side? Am Anfang ja, sie haben uns ja aufgenommen. Aber als dann die Deutschen am 10. Mai 1940 in Frankreich einmarschierten, da haben uns unsere französischen Freunde plötzlich in Internierungslager gesteckt. Wir wurden zu einer Art von neuen Menschenwesen, die von ihren Feinden in Konzentrationslager und von ihren Freunden in Internierungslager gesteckt wurden. Wie konnten Sie denn entkommen? My husband and I were lucky to receive a visa to America. Ein Visum, noch lange kein Pass. Wir waren 18 Jahre lang staatenlos. Und was war Ihr erster Eindruck von Amerika? Paradise.